Wir begrüßen euch heute zu unserem kurzen Packvideo von unserer Reise letztes Jahr auf dem Kungsleben. Was hatten wir dabei für 8 Tage Trekking, komplett autark mit Wildcampen im Zelt? Wir sitzen auf unseren Isomatten und Schlafsäcken. Schlafsäcke haben wir beide fast denselben. Beide sind von Mountain Hardware. Und der große Vorteil ist, da wir dieselbe Marke gewählt haben, kann man die zusammenzippen zu einem großen Schlafsack. Genau, man muss nur darauf achten, wer hat den links, wer hat rechts. Ansonsten total unkompliziert. Julia hat Komforttemperatur minus 9 Grad, ich habe minus 6 Grad. Und aber zusammengezippt hat man ja immer noch zusätzlich die Körperwärme des anderen. Das heißt, es ist einfach so super kuschelig. Gefroren haben wir der Welt noch nie. Trotz Frost am Zelt. Ja. Dabei hatte ich meine Standard-Wanderstiefel von North Face. Haben mich bisher auf den meisten Touren, wenn ich ein bisschen schlechtes Wetter erwartet habe, begleitet. Meine Schuhe existieren nicht mehr. Ich hatte die On-Trail-Running-Schuhe gehabt, die ich auch bei Mega Marsch getragen habe. Die haben leider größere Schäden davon getragen und musste ich nach dem Kungsleben aussortieren, leider. Wir machen mit dem wahrscheinlich wichtigsten Gegenstand weiter, unseren Rucksäcken. Ich habe mir extra für die Tour einen 75-Liter-Tracking-Rucksack gekauft. Und ich habe hier meinen 34-Liter Deuter dabei gehabt. Den habe ich auch schon vorher auf Hüttentouren gehabt, so von 3-4 Tagen. Der hat auch die 8-Tage-Tracking gut mitgemacht. Genau, also wenn ihr unsere anderen Videos gesehen habt, Julia hat eigentlich einen Rucksack für alles. Ja. Und ich habe Rucksack in allen Größen. Du musstest das auch ein bisschen kompensieren, dass ich so wenig dabei habe. Mit irgendwas zwischen 75 und 34 Liter kommt ihr gut hin. Dann zeigen wir euch mal, was wir alles im Rucksack hatten. Ich würde noch einmal kurz hier rausziehen. Ich habe nämlich immer in der Front vorne rein gesteckt, damit es auch griffbereit ist. Regenjacke. Ich packe die meist in den Rucksack. Aber nachdem man den einfach so an der Seite öffnen kann, ja, ist die Regenjacke auch so schnell rausgezogen. Ganz oben liegt meine Trinkblase. Wir hatten beide eine 2 Liter Trinkblase dabei. Meine sieht man hier noch, die ist hinten im Fach drin, ist aber auch dran am Rucksack. Wir hatten sie beide dabei. Ich habe meine überhaupt nicht benutzt. Du deine auch nur, wenn wir abends mal kochen, abspülen, Zähne putzen etc. Eine genau. Größere Menge Wasser gebraucht haben, haben wir die zum Wassertransport benutzt. Genau. Ansonsten kamen wir komplett mit den 0,375 Liter von Grail aus. Also es gab einfach so viele Flüsse, so viele Seen am Wegesrand, dass es sich einfach nie gelohnt hat, die 2 Liter Trinkblase voll zu machen und rumzuschleppen. Theoretisch kann man da auch direkt aus den Flüssen trinken. Wir haben uns entschieden, nochmal eine Stufe Sicherheit einzubauen, weil wenn man auf dem Kungsleden ist und doch mal irgendwas mit dem Trinkwasser, was man halt nicht sieht, dann ist man da erstmal in der Wildnis und auf sich gestellt. Deswegen haben wir uns entschieden, obwohl es alles eigentlich Trinkwasser ist, nochmal den extra Weg mit dem Filtern zu gehen. Aber wir haben den Grail natürlich nicht nur für diese eine Tour angeschafft, sondern wir haben den jetzt auch dieses Jahr bei unseren Touren dabei gehabt und wir werden den auch die nächsten Jahre dabei haben und dann lohnt sich die Investition auf jeden Fall. Genau. Nächster wichtiger Gegenstand, eine Regenhose. Ich habe meine hier eben auch. Die kann man, die kann man einmal komplett zippen an der Seite. War aber auch super als Windschutz, weil wenn einem kalt ist, kann man eben auch mal schnell gegen den Wind die Regenhose drüber stülpen. Und ich hatte nur eine Hose dabei. Das heißt, hätte ich mir die jetzt total versaut, hätte ich auf der Rückfahrt im Bus und auf dem Rückflug noch die Regenhose tragen können. Ich habe meine Hose, die ich fast die ganze Zeit getragen habe, hier auch an. Das ist hier einfach eine ganz normale Tight. Praktisch. Die hat halt eine Seitentasche, wo man eben mal auch das Handy zum Fotografieren reinschieben kann und oder ein Taschentuch. Ich habe meine gut bewährte Wanderhose dabei gehabt. Das ist so eine leichte Softshell-Hose. Sitzt mir perfekt, trocknet schnell, ist leicht, begleitet mich auf den meisten Touren. Socken. Ich hatte 2 Paar dabei. Ein Paar zum Wandern, ein trockenes, was man abends im Camp anziehen kann. Wichtig ist, dass wenn man unterwegs ist, als Pärchen auch die passenden Wandersocken hat, wie er sich auf mein Ziel sieht. Wir haben passende Socken bei Globetrotter gekauft. Und ich muss sagen, das ist diese Eigenmarke von Globetrotter, Friluft. Und die sind eigentlich sehr zu empfehlen.
Ja, und haben hier, falls ihr es eben nicht gesehen habt, so kleine Wanderrucksäcke, Tannengrün und Lagerfeuer drauf. Und die begleiten uns jetzt nicht nur bei unseren langen Trekking-Touren, sondern haben uns auch schon durch die Touren im Taunus begleitet. Und die sind relativ günstig, sind relativ leicht, dünn, aber funktionieren wunderbar, sind auch ein Merino-Polyester-Gemisch. Mhm. Ähnlich wie jetzt die Smartwool, die ich hier habe. Aber die Smartwool kosten so das Doppelte und sind sehr viel dicker. Also an heißen Tagen finde ich die eher unangenehm zu tragen. Ich muss sagen, ich bin ein Luxusweibchen. Ich hatte, glaube ich, 3 oder 4 Paar Socken dabei. Habe extra Gewicht dabei gehabt und auch eine zweite Tight, in die ich abends einfach reingeschlüpft bin im Zelt, beziehungsweise die dann auch für den Rückflug noch einigermaßen frisch war. Bei den Unterhosen hatte ich auch 2 Paar dabei, auch aus Funktionsmaterial, nicht Baumwolle. Genau, ich hatte einfach meine ganz normale Unterwäsche und Sport-BHs. Dann hatte ich ein Funktions-T-Shirt an, während der ganzen Tour. Habe ich eben vom ersten bis zum letzten Tag getragen. Ich hatte hier das Merino-Shirt angehabt, Langarm die meiste Zeit. Das hat auch wirklich die Woche gut gehalten. Hatten wir uns mit für Island damals gekauft. Hat auch auf dem Kungsleben seinen Zweck mehr als erfüllt. Neben dem T-Shirt hatte ich noch eine Softshell-Jacke eigentlich fast die ganze Zeit an. Die begleitet mich auch auf fast jeder Tour. Ist so eine leichte Jacke ohne wasserdichte Membran, aber sehr atmungsaktiv, sehr schnell trocknend und macht eigentlich einen echt großen Temperaturbereich mit. Ich hatte mir von Matthias ausgeliehen eine Patagonia. Jetzt kannst du vielleicht ein bisschen näher ausführen. Julia fand die Jacke so gut, dass sie sich den Nachfolger gekauft hat oder das Damenmodell davon. Und die hat eben die Jacke vorne, Isolation und winddichtes Material. Und dann hinten am Rücken ist hier keine Isolation mehr drin. Ist auch atmungsaktiver als vorne. Hat den Vorteil, wenn man Rucksack trägt, zum Beispiel nicht so schwitzt. Und allgemein ist es so eine gute Mischung aus, man bleibt warm und winddicht verpackt und man überhitzt nicht so. Funktioniert sehr gut. Ja, und trägt sich auch zum Laufen gut und sieht dabei noch schick aus. Wenn es sehr kalt wurde abends, habe ich noch zusätzlich eine dünne Isolationsjacke dabei. Klein, leicht verpackbar. Habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich weiß, das Wetter könnte ein bisschen schlechter werden. Ich hatte hier, ist zwar jetzt nicht klein und leicht verpackbar, aber dafür auch sehr, sehr kuschelig war hier das Patagonia Fleece. Das hat auch jetzt schon einiges mitgemacht und ist wirklich sehr, sehr kuschelig, angenehm. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine gute Regenjacke. Handschuhe hatte ich noch dabei. Ich habe hier so ein einfaches Paar Fleece-Handschuhe. Ich bin von denen eigentlich immer sehr begeistert. Die sind günstig, halten warm und sind sehr atmungsaktiv. Ich komme damit eigentlich immer sehr gut zurecht und ich habe die auch gebraucht bei der Tour. Ein bisschen weiter in den Höhen haben wir dann auch Schnee gehabt, beißender Wind. Da war man froh, Handschuhe zu haben. Genau, ich hatte auch welche dabei. Muss aber gestehen, es sind jetzt keine sehr funktionellen. Wie ihr seht, das sind einfach meine Handschuhe, die ich auch so in der Stadt trage, mit so kleinen Schleifchen. Ein bisschen schickimicki. Aber genau, haben jetzt zwar nicht ganz so warm gehalten, waren trotzdem gut. Heißt aber auch, man muss es einfach austesten. Man muss sich nicht immer alles neu kaufen direkt für die Tour, sondern ja, auch mal mit dem zurechtkommen, was man schon hat. Mütze sollte man natürlich auch nie vergessen. Genau, und ich habe hier auch Stadtmodell von Barz. Ich trage immer Mützen, die meinen Kopf Matthias' Meinung nach aufs Doppelte vergrößern. Die ist auch eine davon. Die hält auch sehr, sehr schön warm und ist kuschelig. Genau, aber wie gesagt, auch etwas voluminös. Ich hatte noch einen Longsleeve dabei. Das habe ich allerdings während der Tour überhaupt nicht angezogen, sondern das hatte ich dann nur so als Backup, wenn es richtig kalt geworden wäre. Und für die Rückfahrt bzw. für den Rückflug angehabt. Dann hatten wir noch ein Buff dabei oder so ein Schachschal. Multifunktional verwendbar, Hals, Kopf, vielleicht auch ab und zu mal was einzupacken. Also ich muss sagen, auf dieser Tour habe ich sogar den Buff fast durchgängig getragen. Sonst habe ich den eigentlich auf fast jeder Tour dabei, aber trage ihn nie. Diesmal hat er sich wirklich bewährt. Wenn es sehr kalt geworden wäre, hätte ich noch eine lange Unterhose dabei gehabt. Ich hatte die beiden Leggings tatsächlich übereinander gezogen im Notfall. War aber nicht nötig. Mit der Regenhose hat das eigentlich alles so weit gut funktioniert, dass ich nie gefroren habe. Hier ist noch die zweite Tight, von der ich erzählt habe, und noch ein Longshirt.
im Sport-Aktiv-Shirt. Eng gepackt haben wir unsere Schlafsäcke nicht in dem Packsack, der dabei war, sondern in so Drybags. Das hat den großen Vorteil, sie sind halt wasserdicht verpackt. Man kann sie außen an den Rucksack schnallen, ohne dass man sich Sorge haben muss, dass sie nass werden. Und sie lassen sich erstaunlich gut komprimieren durch diese Packsäcke. Jetzt zeige ich kurz das Zelt, das wir dabei hatten. Von Big Agnes, 3 Personen, Ultraleichtzelt. Insgesamt unter 2 Kilo. Man hat sehr viel Raum, passt noch in den Rucksack, ist vom Gewicht her sehr gut vertretbar und hat bisher alle unsere Touren gut überstanden. Das habe ich mir tatsächlich auch von Matthias ausgeliehen, weil ich habe selbst auch ein schnelltrocknendes Funktionshandtuch. Ich muss aber sagen, da gibt es schon ziemliche Unterschiede und auch Schwere der Materialien. Und wir haben vorher dann doch einige Gegenstände noch mal kurz abgewogen. Das war leichter, deswegen ist das mitgekommen. Genau. So ein kleines Funktionshandtuch, so eine Größe, wie viel das Hände abtrocknen reicht. Auf keiner Tour fehlen dürfen die Wet Wipes. Es tut einfach gut, sich damit nochmal das Gesicht abzuwaschen. Den Schweiß und Staub von den Armen, vom Hals, vom Nacken zwischen. Man fühlt sich einfach ein bisschen erfrischter dadurch. Und sind biologisch abbaubar. Genau, also diese Marke von Sea to Summit können wir empfehlen. Dann hatten wir noch, was bei keiner Outdoor-Tour fehlen darf, das allbekannte Dr. Bronner's 18 in 1 Naturseife. Ebenfalls biologisch abbaubar. Das haben wir für alles. Hände waschen, spülen, kurz erfrischen. Kann man theoretisch sogar als Zahnpasta füllen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Und ich hoffe, man sieht jetzt den Füllstand. Das ist jetzt der Verbrauch von 2 Trekkingtouren und noch eine Woche Urlaub in der Schweiz. Genau. Also wirklich sehr, sehr genügsam. Kommen wir zu unseren Kochutensilien. Jeder von uns hatte eine Emaille-Tasse dabei. Weil es war einfach echt gut, morgens den Kaffee daraus zu trinken und abends dann nochmal so eine heiße Gemüsebrühe, weil es war doch sehr frisch, wenn die Sonne weg war. Nicht fehlen darf auch der Spork. Wir haben jetzt beide hier die Holzausführung, die auch ein bisschen stylischer ist und wirklich auch alles gut mitgemacht hat. Ein Standard-Geschirrhandtuch. Sollte gut festgebunden werden am Rucksack beim Trocknen. Ich spreche aus Erfahrung. Wir hatten einen Edelstahltopf dabei, 2,5 Liter, um eben für uns beide eine große Portion Nudeln und Co. kochen zu können. Ein kleiner Gaskocher hatten wir dabei, inklusive kleiner Verpackung. Das hier ist jetzt der MSA Pocket Rocket. Macht seinen Namen aller Ehre. Wenn man ihn anzündet, denkt man wirklich, startet so ein Raketentriebwerk nebenan. Das heißt, er erhitzt zwar Wasser sehr, sehr schnell, aber er ist auch ziemlich laut. Zum Anzünden hatten wir kein Feuerzeug dabei, sondern seit der ersten Staffel Sam vs. Wild darf der Feuerstahl nicht fehlen. Hat auch wunderbar funktioniert. Und macht schon ein bisschen mehr Spaß als mit dem Feuerzeug. Einen kleinen Schwamm. Als Geschirrspülmittel haben wir auch das Dr. Bronner's verwendet. Genau. Und tatsächlich haben wir immer jetzt als Teller sozusagen hier jetzt bei Tupperboxen mit. Ist jetzt vielleicht nicht das Erste, was man erwarten würde, aber sie haben sich bewährt. Einfach praktisch. Man kann das Essen halt reintun. Wir versuchen eigentlich immer direkt zu spülen, aber falls man doch mal an der Stelle ist, wo man nicht direkt abwaschen kann, kann man einfach einen Deckel drauf machen und alles ist sauber und es kann zurück in den Rucksack. Ein kleines Taschenmesser. Also es reicht hier wirklich so ein Minimesser. Natürlich solltet ihr auf dem Trail keinen Müll zurücklassen. Dafür haben wir immer so eine kleine Mülltüte dabei und die Mülltüte haben wir dann in so einem Drybag, um eben das Ganze gegen Auslaufen und gegen Gerüche abzusichern. Das ist jetzt ein 4 Liter Drybag, der hat für 8 Tage Tracking locker gereicht und wir konnten eben so aus dem Rucksack geruchs- und auslaufsicher unseren Müll transportieren. Wir hatten beide ein kleines Fliegennetz für den Kopf dabei. Haben wir zum Glück nicht gebraucht. Anfang September gab es keine Fliegenflut mehr. Wir hatten es einfach mal vorsichtshalber und wir hatten auch noch eine Packung Autan dabei. Haben wir aber auch nicht gebraucht. Jeder hatte eine Stirnlampe dabei. Mhm, genau.
Nimmt nicht viel Platz weg, ist aber für den Fall der Fälle einfach sehr, sehr praktisch. Wir hatten einen Trekkingführer und eine Karte dabei. Die Karte ist jetzt hier nicht vom Kungsleden, sondern vom Nordkatholetenweg, weil wir ursprünglich nur die ersten 3 Tage auf dem Kungsleden gehen wollten, sind dann aber abgewichen, weil das Wetter zu schlecht war für die geplante Route. Aber mehr erfahrt ihr dann im ausführlichen Reisebericht. Ich habe noch eine Powerbank. Du hattest, glaube ich, eine 5000 mAh Powerbank dabei. Ich habe jetzt hier eine 20.000 mAh Powerbank, weil ich mir die einfach auch für so Campingtouren gekauft habe. Und ich einfach eine wollte, mit der ich im Notfall eine ganze Woche auskomme. Um vor Kälte die Powerbank und auch unsere elektrischen Geräte zu schützen, hatten wir hier, das war tatsächlich eigentlich eher so ein kleines Geschenk zu Weihnachten gewesen, einen Mini-Schlafsack fürs Handy. Und der war bei uns im Dauereinsatz. Genau, also man würde denken, das ist nur so ein Gag, aber er hat wirklich bisher gute Dienste geleistet. Ja, ist jetzt immer dabei. Ich hatte noch so Barfußschuhe dabei, ganz leichte. Ich kann die mal zeigen, die sehen aus wie Socken. Also wirklich sehr flexibel, sehr leicht, aber haben so eine Sohle, die alles ab kann. Mit der kann man über Scherben, spitze Steine etc. gehen. Und die hatten wir dabei, um eben im Notfall Flüsse sicher durchqueren zu können. War allerdings nicht nötig, da die Stände alle nicht so hoch waren, dass wir jetzt wirklich durchwarten müssen. Ja, genau. Also ich hatte noch von Jack Wolfskin Outdoor-Sandalen dabei, aber die sind auch tatsächlich gar nicht aus dem Rucksack genommen worden, weil die nicht erforderlich waren. Sie heißt bei uns die goldene Pupu-Schaufel. Sehr royal für die Notdurft auf dem Kungsleden. Genau, also es gehört einfach dazu, einmal kurz ausschaufeln oder Moos und so zur Seite kratzen. Und wir haben auch noch zusätzlich unsere Notdurft meistens mit entsprechend Steinen beschwert. Genau, wir hatten auch noch eine Rolle Toilettenpapier dabei. Aber genau, wichtig. Sollte man nicht vergessen. Und ganz wichtig, nie vergessen, ein kleines Erste-Hilfe-Set. Ist zwar klein, aber hier ist eigentlich alles drin, was man so für den Notfall braucht. Wir haben eine Pinzette, wir haben hier eine Bandage, Pflaster, Kopfschmerztabletten, so Notfallverbände, das heißt so Mullbinde plus Verpackungsbändchen in einem, so Pflastertape, Handschuhe, sterile Wundauflagen, passt alles in so ein kleines Päckchen und sollte man eigentlich immer dabei haben. Dann kommen wir zum letzten Gegenstand. Ich meine, man hat total viele Eindrücke und hat dann aber auch abends vielleicht einfach im Zelt Lust, nochmal was zusammen zu spielen. Und wir hatten ja auch jetzt keinen Internetempfang, sondern haben ganz klassisch mal Gesetzspiel ausgepackt, beziehungsweise diese Fire Dice Story Dice. Und genau, damit kann man sich selbst Geschichten überlegen und die helfen einem so ein bisschen so einen Input zu bekommen, aus was man die Geschichte zusammensetzt. Wir hoffen, dass euch unsere Packliste etwas geholfen hat. Und falls es etwas gibt, was ihr vielleicht denkt, was unbedingt noch nächstes Mal in unseren Rucksack muss, dann schreibt es einfach gerne unten in die Kommentare.